Willkommen bei meiner letzten Show, Minecraft Zusammenfassung. Und zwar zeige ich euch alles, was ich in diesem Jahr gebaut habe. Heute wird es da. Also wie ihr seht, sind wir hier wieder in meinem Lagerhaus. Das habe ich zuerst gebaut, zuallererstes, in unserem Lager. Ich zeige euch mal die Größe. Hier geht von hier hin, das da vorne. Ja, wir sind hier ist mein. Hier sind meine Lagerräume. Hier wird alles gelagert, was ich an Ressourcen alles habe. Und ja, und hier ist das Ende. Im Ende im Gelände. Und eigentlich ist hier ein Wasserfall, den habe ich aber momentan versiegelt, weil ich hier gerade am Bauen bin. Gut, dann zeige ich euch mal die Höhe. Höhe ist von hier unten bis. Wir haben Zeit. Hier geht's noch weiter hoch. Bis hierhin ist die maximale Höhe. Und man kann. Ja, hier will ich einen Monster-Spawner machen. Also ja, kein Monster-Spawner, sondern eine Monster-Falle. Das ist wohl eher Zeichnung. Deswegen habe ich hier alles verdunkelt. Und ja, der Wasser und die sollen dann hier in den Wasserfall reinfallen und dann ersticken, wo dann die Drops hier gesammelt werden. Hier unten, das zeige ich euch später, wenn ich in meiner Monsterfalle bin. Also nicht beim, ja, bei meiner bei meinem Sammelbord heißt es. Gut, dann habe ich hier noch den Gang, habe ich schon längst lange. Das ist einer meiner ältesten Bauwerke. Das Bild fängt hier auch am längsten. Gut, hier oben steht Lager, ganz groß mit Wolle geschrieben. Und hier mit Netherrack, weil ich das loswerden will, weil ich so Unmengen davon habe. Ja, und hier soll wieder so ein Durchgang sein. Also die ganzen, zeigt euch schnell. Also hier seht ihr, dass alles noch voller Cobblestones und Erde ist und was weiß ich noch was. Deswegen will ich jetzt hier so machen wie hier unten. Dass alles so wird wie unten, dass hier das Ganze leer ist. Und dann will ich hier lauter Lagerräume machen, da wo jetzt die Erde und die Cobblestones sind. Gut, gehen wir weiter nach unten. Jetzt zeige ich euch gleich mein Lager. Wie weit es so ist mittlerweile. Hier werden Sandsteine gelagert. Und Sand halt. Färbemittel. Kennen wir. Naturzeug, Kürbisse, Sepplinge, Sepplinge und Riesfeld einfach. Wolle, klärt sich von selber, hier ist Wolle, Waffenrüsti, hier kommt die Rüsti und ja, Waffen lage ich auch noch rein, ich habe aber nicht so viel, weil ich ständig auf die Pult zocke. Werkzeuge, hier kommen die Spitzhacken, hier die Äxte und hier dann später noch die anderen zwei Hose und das ist die nächste Schaufel. Gut, Holzstickies, die habe ich momentan alle rausgenommen, weil ich sie zum Bauen brauche. Der erste, der kriegt ihr auch von selber. Kohle, Eisen, Gold, Gold und Diamanten. Ja, Gold habe ich momentan auch raus, weil ich Boosterschienen gebaut habe. Jetzt seht ihr meine Diamanten, das sind insgesamt 99 plus 4, also 103 Diamanten, das ist ich. Hier Redstone und Lapis. Gravel und Flint. Keine Ahnung, das verwende ich irgendwie gar nicht. Lage ich einfach nur so. Und das müsste Erde sein. Jawohl, hier kommt die Erde rein. Hier die Cobblestones. Und ja, hier kommen die Steine auf dieser Seite. Und hier die Bricks, die sind aber hier ganz hinten gelagert. Gut, gehen wir mal in meine, ja, in meinen Sammelbotten. Also der Ort, wo ich die, noch nicht, erst später. Also hier ist weiter in eine Lage, hier kommt die ganze Netherrecke rein. Das ist alles Zeug im Nether halt. Hier auch. Und hier in diesem Raum ebenfalls. Bis auf hier. Hier kommen die ganzen Dungeon-Sachen rein, wie Mobstones oder Sattel und die Monster-Sachen, die hier noch gelagert sind. Und ja.
nehme mal meine Schmelze, die habe ich umgebaut. Sieht jetzt nämlich so aus. Ist ein kleiner, ist noch nicht ganz fertig. Hier kommen noch mehr Öfen rein. Wohin dieser Weg führt, das zeige ich euch bald. Gehen wir erstmal hier lang. Hier habe ich auch ein paar Kürbisse hingebaut, um ein bisschen anderes Feeling reinzubringen. Okay, jetzt mal hier. Das war mein ehemaliges Lagerhaus. Habe ich dann im, weiß gar nicht mehr, so ab Let's Show Part 2, 3 angefangen abzureifen. Und ja, es sind hier nur noch, jetzt ist hier nur noch Chaos und ein bisschen Zeug, wo ich noch nicht in der Lage, ja, nicht in der Lage, wo ich nicht lagern kann, weil ich noch keine Truhen dafür habe, wie zum Beispiel dieses Baumaterial. Da habe ich noch keine extra Truhen dafür. Gut, dann habe ich hier meine Schienen umgebaut. Das sieht jetzt alles so aus. Denn vorher war hier alles noch offen, das habe ich dann jetzt geschlossen mit der Erde. Und ja, hier will ich noch ein paar Wasserströme machen, vielleicht auch Lava noch hin, damit es ein bisschen orientalisch wirkt. Dann gehen wir mal gleich in die Lowe und fahren zu meiner Küche. Die ist nämlich hier. Die Schienen, die habe ich auch alle Ressourcen mitgenommen, also ja, von der Höhlen halt, die Ressourcen sind alles selbst gesammelt, nichts cheaten, alles selber gesammelt. Gut, dann ist hier meine Küche, hier kommen die ganzen Zeug rein, das man nicht so essen kann, sondern man sich erst craften muss. Die Kürbisse sind hier auch aus, wenn man Pokerbohnen, ja, passt schon. Hier kommt das ganze Zeug rein, das man fressen kann. Leider kann man die Suppen noch nicht decken, das finde ich noch ein bisschen blöde. Kuchen leider auch nicht. Hier kommen die ganzen Werkzeuge rein, mit denen man Nahrung sammeln kann. Und hier ist noch nicht. Gut, hier ist mein Ofen. Hier wird das ganze Zeug gebraten, deswegen habe ich auch noch Stickies rein, weil die brauchen nicht so viel. Hier ist meine kleine Kürbis-Weizenfarm. Kann ich gleich was mitnehmen, wenn ich schon hier bin. So. So viel Getreide. Ja, die Kürbisse nehme ich jetzt auch noch mit. Was soll's? So, damit sie nämlich so nachwachsen, nehme ich sie gleich mit. Und immer wenn ich hier Ressourcen gelagert habe, tue ich sie dementsprechend ordnen. Also hier sind die Rohmaterialien. Das sind die Materialien, die dann jetzt fertig sind. Die kommen alle hier rein. Kommt nicht, die Musik kommt weg, die brauchen wir noch nicht. Ja. Fahren wir mal mit unserer Lowe weiter. Gut, und hier ist meine Kaktusfarm. Die ist allerdings seit neulich nicht mehr so effektiv wie früher. Ist noch leer und ja, noch kahl alles, weil ich nur dazu gekommen bin, da weiter zu bauen. Und zwar sieht die Maschine so aus, dass die Kürbisse nachwachsen, und da Kürbisse nicht neben einem Block wachsen können, droppen die sofort und die werden dann vom Wasserfluss gesammelt und in diesen Bottich da gesammelt. Ja, funktioniert aber momentan glaube ich nicht. Keine Ahnung warum, muss ich glaube ich mal mir die Zeit nehmen und es mir anschauen. Ja, und hier werden die ganzen, Blackberry Wall, wie kommt es da rein? Achso, ja, egal. Gut, und hier hier kommt man zu den Einsammelort, wo momentan leider noch nichts kommt. Ja, muss ich mir das einfallen lassen, wie ich das jetzt so hinkriege, dass es funktioniert. Gut, und ihr seht schon, hier ist eine Pyramide. Latschen wir auch gleich hin. So. Habe ich hier einen kleinen Weg hingebaut. Okay, und zwar, habe ich die Pyramide Black Ops Pyramide genannt, weil ich den Namen irgendwie so cool fand für die Pyramide. Ja, und das sollte hier eigentlich zu sein.
Das habe ich nur gemacht, damit ich hier schnell reinkomme und dann durchs ganze Labyrinth machen. Durchs ganze Labyrinth lauschen muss, wie es jetzt mache. Dieses Labyrinth habe ich schon richtig kompliziert und komplex gemacht, aber ich finde den Weg schon. Da geht's hier lang. Die Kisten kommen hier eigentlich weg, die habe ich nur gemacht als Bauhilfe. Gut, und zwar ist hier Sackgasse, dafür habe ich extra gesorgt, dass hier auch ein paar wie sagt man, Orte sind, an denen die nichts bringen. Den Curfing-Player habe ich auch einfach so platziert zum Bauen. So, ich hier eine Leiter nach unten, die wird dann später entfernt und dann kommt hier ein riesiges Fallloch, wo alles finster und dunkel ist. Und das hier dann ein Bot ist, der einen Boss vermittelt. Hier ist eine Treppe. Die führt uns weit in die Tiefe bis zum Bedrock. Kann sich nur um Sekunden handeln. Minuten wollte ich schon sagen, aber es ist nicht ganz zutreffend. Jetzt sind wir hier. Hier ist ein Gang, der führt auch ein bisschen mehr entlang. Hier ist Lava. Und hier war früher auch ein riesiger Lavasee, den musste ich entfernen. Bin ich einmal versehentlich draufgegangen. Und hab mein ganzes Eisen und meine Karte verloren. Okay, hier geht's nach links. Hier ist wieder so ein, ja, so ein Bau-Zeug. Was uns zum Bauen hilft. Die Löcher da oben, da waren alles Ressourcen, die ich dann abgebaut habe, deswegen sind hier auch so Löcher. Hier zum Beispiel, da war wahrscheinlich Kohle oder sowas. Gut, sind wir hier. Hier führt ein Weg nach oben. Achso, na gar nicht. Hier war wahrscheinlich auch wieder Kohle oder sowas. Ebenso wie hier. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber es ist ja gleich. Gut. Ich hätte gedacht, dass es so hoch ist, okay. Was ist dieser Gang oder was auch immer? Der Weg. Ja, ich bin nervig zur meiner Schmelze. Ich habe ihn nur gemacht, es wird aber später wieder zugebaut. Es wird alles wieder versiegelt. Weil ich habe ihn nur gemacht, damit ich hier schnell zu meinem Lager auskomme, als kleine Verbindung. Gut, das mache ich immer schnell Rapsel machen. So, und hier ist ein Alchemist. Ja, hier seht ihr mein Schachbrett, das ich gebaut habe, ist auf derselben Seite auch wieder. Und hier führt es nach unten, natürlich auch nicht, jetzt zeige ich euch gleich mal. Da sieht mein Haus von vorne so aus. Ich habe mir schon gedacht, ob ich das schließen soll, hier habe ich auch ein bisschen angefangen, aber ich muss mir da noch richtig überlegen, ob ich das auch mache, weil das sieht richtig geil aus. Da kann man hier runter. Man kommt hier direkt hier rein. Das ist der Sammelort. Falls diese Spinnen spawnen und da runterkommen, dann kommen die ja durch diesen schmalen Ding durch. Und deswegen habe ich hier die Kisten-Dings. Wenn ich die aktiviere, dann wird es geöffnet. Und wenn ich das verschließe, verschließen sie sich. Und so kann ich die Ressourcen einsammeln. Und falls da Spinnen spawnen, kann ich mir was einfallen lassen, wie ich die töte. Gut, hier geht es zu meinem Nether. Können wir eigentlich auch gleich gehen, wir haben jetzt Zeit. Ich habe euch noch so viel zu zeigen, ich glaube, es kann eine Dreiviertelstunde dauern, der Part. Gut, so, jetzt sind wir in meiner Netherfestung. Hier habe ich versucht, ein Gefängnis zu bauen, das allerdings noch nicht fertig ist. Das will ich noch weiter mit Betten und so verzieren, also so sieht es von innen aus. Ja, ihr seht, die Zellen sind noch leer und haben keine Türen, aber das sollen sie auch nicht haben, weil es sonst mit den Türen ein bisschen blöd aussieht. Also ich finde, so sieht es viel gefährlich aus. Das weiß ich, wie man es nennt. Hier habe ich ein bisschen Lava Ding gemacht, also Lava, wie heißt Lava-Spots. Hier sind auch wieder Zellen.
sind die alle schon fertig. Hier brauche ich noch ein paar Fence-Gate oder wie auch immer die heißen, Eisengitter. Gut, hier kann man in den Nether rausschauen. Warte, hell. Keine Glasscheiben, okay. Ja, hier habe ich Redstone und Fackeln angebracht, um ein bisschen höllisches Aussehen zu verpassen. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier ist wieder ein Zellenraum. Zutritt nur für Gefangene und Personal. Ist auch wieder selbig, kann man sogar hoch. Da habe ich eine Treppe hingebaut. Ich glaube, dieser Raum ist hier fertig. Ja, bis auf das ich noch die Zellen einrichten muss. Und hier ist wieder dasselbe wie auf der anderen Seite. Lava-Spots etc. etc. Jetzt gehen wir mal nach unten. Hier geht es nämlich noch weiter. So, hier geht es in die Tiefe des Nethers rein. Und hier ist, ja, hier sieht man eine Festung von außen. Sieht aber richtig gefährlich aus mit dem ganzen Lava, also mit dem Feuer da vor dem Fenster. So, das lassen wir jetzt hier. Da will ich später eine Netherwarzenfarm machen. Ungefähr hier, so habe ich es mir vorgestellt, aber noch ist es ein leerer Raum. Alles mit Cobblestones gemacht. Und ohne Cheats. Dann sind wir hier. Hier geht es auch wieder nach unten. Die Kissen sind nur da, damit ich das ganze Netherzeug wieder sammeln kann. Gut, hier geht es auch wieder weiter. Mit einem Gelände. So, jetzt sind wir hier wieder ein riesiger Raum, wo man rausschauen kann auf einem Lavasee. Hier sind wir. Hier kommt wahrscheinlich auch eine Riesenzelle für Schwerverbrecher hin. Und hier sind wir auf dem Gelände. So runterjumpen, wenn man sich traut. Hier wieder dasselbe wie oben. Das ist hier. Hier führt auch wieder ein Gang lang. Hier kann man wieder auf den Lavasee schauen. Hier führt es nach unten. Gehen wir erstmal nach unten. So. Kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir unten sind, aber ich habe mich bemüht, ein höllisches Ambiente zu erstellen. Ist jetzt wieder eine Sammelkiste, die kann ich irgendwie nicht mitnehmen, wenn ich schon hier bin. So. Sind wir, glaube ich, schon da. Jawohl, hier ist ein Portal. Der führt zu meiner Zuckerfarm, den ich mit meinem Portal, mit einem Portal verbunden habe. Jetzt sind wir hier. Und diese Feuer war hier eine riesen Höhle, die habe ich dann alles wieder mit Kabels versiegelt. Und jetzt führt eine riesige Treppe nach unten, beziehungsweise jetzt gerade nach oben. Ja, und diesen Gang, die will ich eigentlich nicht fern, die Netherrex. Die kommen hier gar nicht hin. Weil die haben einmal meine Zuckerfarm anfackeln lassen. Ich konnte zum Glück aber noch löschen. Hier ist meine Zuckerfarm, kommt man direkt rein. Hier ist das ganze Sammelzeug. Ihr seht, da oben sind viele Blöcke, das liegt daran, weil hier riesen viele Bäume waren und ich die alle mit Feuerzeug angezündet habe, weil ich faul war, die abzubauen. Okay, hier habe ich eine Wirtschaft gebaut. Herr Ober, ein Bier bitte! Gut, so sieht es von außen aus. Da in diesem Bambuszeug drin oder so. So sieht von außen aus. Gut, gehen wir gleich nach oben in den ersten Stock. In die ganzen Kisten, da kommt das ganze Bambuszeug rein. So, und wenn und falls später die Kisten alle voll sind, habe ich hier noch einen zweiten hingebaut, wo dann auch noch Kisten hinkommen werden. Hier ist ein Steg, hier kann man Gras rauchen oder was auch immer. Ja, hier sollte ich vielleicht noch ein paar Treppen machen, so als Witze, aber egal. Und hier sieht man sogar mein Lager aus von der Entfernung. Hier
meine Treppe, also, ne, meine Treppe, meine Brücke. Gut, dann gehen wir mal zurück in den Nether. Hier ist Haus des Sonnenaufgangs. Und das Untergangs, ne, Untergangsaufgangs, so ist es richtig. Das zeige ich euch auch gleich später. So, dann gehen wir mal in den Nether. Den Rest zeige ich euch später. Zum Nether, habe ich extra markiert. Ich glaube, pausiere ich das gleich. Gut, und hier sind wir wieder. Wir sind hier beim, bei der Zweigung, wo wir vorhin waren. Und diesmal gehen wir hier lang. Es ist allerdings nicht mehr so viel also zu sehen im Nether. Also hier findet das Ganze auch ein Ende. Ja, das ist immer noch ein langer Gang. Hier. Ich gehe mal schnell raus, um es euch zu zeigen. Also ich will es hier nach oben bauen, weil da hinten ist ein Portal irgendwo. Und deswegen will ich hier eine riesige Brücke machen. Und später hier noch einen riesigen Lavafluss hinbauen, also einen Lavasee. Und hier eine riesige Brücke hinmachen. Das ist wie bei Oblivion irgendwie sein wird. Die dann mit einem Portal verbunden wird. Ich kann euch mal zeigen, wie groß das Ganze ist. Bis hier hoch, ne? Ja, so groß ist das Ganze. Also habe ich auch meine ganzen Cobblestones verschwendet, weil ich die irgendwie loswerden wollte. Und statt Cobblestones habe ich jetzt jede Menge Netherracks, die ich überhaupt nicht loswerde, weil ich nicht weiß, was ich damit bauen soll. Kommen eigentlich Treppen hin. Was? Ja, okay, gehen wir mal ins Haus. In die Zuckerfarm zurück. Bis gleich. Gut, wir sind wieder bei einer Zuckerfarm. Und zwar soll ich jetzt das Haus des Sonnenaufgangs und Untergangs. Und zwar können wir hier ganz bequem mit unserer Lowe hier hinfahren. Ja. Gibt nicht so viel zu sagen. Hier sieht man mein Lagerhaus immer noch. Hier ist noch kahl leer und die Blöcke, die sehen echt komisch aus, also die muss ich echt entfernen. Ich würde direkt hin, schnell weg mit der Lohe. Ja, hier führt es nicht zu nirgends hin, weil hier will ich einen Bahnhof noch bauen, unterhalb dieses Hauses. Gut, hier sieht man einen Leuchtturm, sehr gut aus. Und, hier ist Haus, das ist ein Untergang. Da kann man hier das Ganze groß beobachten. Hier wird es nach oben, hier ist es aber noch leer. Habe ich auch mit Bildern ein bisschen dekoriert, ja. Jetzt gehen wir in ein Haus des Sonnenaufgangs, mein schönstes Haus, das ich gebaut habe. Schönstes Haus der Welt, Haus des Sonnenaufgangs, da fehlt noch ein Schild. Da kann man hier den Sonnenaufgang beobachten. Hier sieht man sogar den Leuchtturm von hier aus, finde ich göttlich gemacht von mir. Und Teamflaggen. Naja, hier ebenfalls kann man sogar ohne Glas sehen den Sonnenuntergang, beziehungsweise den Leuchtturm. Hier kann man reingehen, hier ist ein kleines Lagerhäuschen. Ja, gehen wir mal zum Leuchtturm. Führt auch zu dem Gleis direkt hin. Ist allerdings nur grob gebaut. Ihr seht sehr viele Kurven. Und dann sind wir hier. Hier habe ich ein kleines Dock gebaut, eine Anliegestelle für meine Boote, die hier drin sind. Gut, gehen wir in den Leuchtturm, den habe ich nur äußerlich schön gemacht, innerlich sieht er total leer aus. Also was ich damit sagen will, es ist ja, ihr seht selber, nur eine Leiter ist da drin, mehr nicht.
Stufen nach oben führt. Also ist nur dekorativ gebaut. Hat eigentlich keine große Bedeutung. Aber er funktioniert, man sieht ihn schon aus einer weiten Entfernung. Aber hier sieht es von oben aus. Kann man als Aussichtsplattform auch verwenden. Ja. Selber. Geile Aussicht. Hier sieht man meine zwei Häuser. Plus dort. Ja. Gut, gehen wir mal wieder nach unten. Ich habe euch noch mehr zu zeigen. Okay, gehen wir mal zu meinem Zombiehaus. Bis gleich. Wisst ihr was? Ich habe vergessen zu sagen, dass Moment, Musik wieder. Okay. Dass mein Gleis direkt zum Zombiehaus führt. Dann wird gleich Komm her, Minecraft. Wir hatten das doch schon mal. So, komm her. Das führt direkt zum Zombiehaus und so unterirdisch. Erst führt zum Haus des Sonnenaufgangs und dann zum Zombiehaus. So, und jetzt, also hier war das Haus des Sonnenaufgangs oder Untergangs, weiß ich gar nicht. Aufgangs war es genau. Als unterirdische Zimmer unter einer Wüste. Deswegen seht ihr auch die ganzen Sandsteine. Jetzt sind wir hier direkt in der Wüste rausgekommen, weil ich wollte es nicht oberhalb machen, weil das Haus des Sonnenaufgangs dann verunschandelt wird, weil ja ein riesiges Gleis in der Wüste reinführt. Gut, jetzt sind wir hier beim Zombiehaus. Oder mal im Kolosseum auch genannt. Noch leer, ich weiß. Aber warum heißt dieses Haus Zombiehaus? Weil das Zombies sind? Ganz richtig, hier unten ist ein Zombie-Spawner. Und zwar habe ich gleich beim Zombie-Spawner da unten eine Arena gebaut, die ungefähr so aussieht. Hier kann man reingehen und kämpfen und Experience sammeln. Und hier kann man chillen. Gut, dann gehen wir mal raus. Sieht man das Lagerhaus aus der Entfernung? Das war schlecht, aber man sieht. Okay, da drüben. Und dieser Weg führt direkt zum Lagerhaus hin. Und hier führt er zu den Dogs. Also hier ist noch ein Weg, der führt zu den Dogs. Das ist hier, genau. Gut, dann gehen wir mal weiter und fahren zu meiner Bücherei, die noch im Bau ist. Scheiße, die Gleise sind noch ganz fertig, die habe ich erst vor einer Woche ungefähr fertig gebaut. Deswegen sind sie noch nicht ganz fertig. Oder funktionieren nicht optimal, ja. Also die sind hier ganz neu gebaut, die Gleise. Deswegen habe ich auch das Gold aus der Lagertruhe draußen gehabt, weil für die ganzen Booster, die ich hier eingebaut habe, verwendet wurden. Und diese Linie führt direkt zur Bücherei. Ja, gibt's nicht viel zu sagen, schaut sich einfach an. Und hier sind wir, Bücherei voraus. Die Bücherei ist wie gesagt noch nicht ganz fertig. Ich will da noch ein paar Steine reinbauen in das, in die Struktur von dem Ganzen. Und es ist noch kahl leer, also er ist gerade mal das, die Hülle fertig. Ja, grob fertig. Die Hülle wird dann auch mit Steinen, Stone Bricks und so verbessert, ja.
Obwohl, kann ich eigentlich gleich verziehen, die werde ich hier wahrscheinlich brauchen. Gut, dann gehen wir mal zu meinem Höhlenhaus. Bis gleich. Gut, jetzt sind wir bei meinem Haus. Das, mein Höhlenhaus. Und zwar führt dieses Haus direkt in eine große Höhle, die ich Lava-Höhle genannt habe, oder Feuerhöhle, weil unten sehr viel Lava war. Naja, ich weiß, dass es bei jeder Höhle so ist, aber egal, mir ist kein besserer Name eingefallen. Ja, ansonsten hat dieses Haus keine große Bedeutung. Ich wollte es dann vielleicht auch noch abreißen, aber nee, ich habe gedacht, das lasse ich schon da. Wenn ich schon eins hier gebaut habe, dann lasse ich es auch. Vielleicht kann ich es irgendwie noch ausbauen, wer weiß. Gut, und zwar gehe ich gleich pennen, weil es ist wieder Nacht. Jetzt sind wir, gehen wir mal zu meinem Höllenhaus. Das ist gleich nebenan. Und zwar in einem, oder Geisterhaus habe ich es genannt. Und zwar ist es hier in einem Wald mit vielen Bäumen. Damit man es schwer findet. Gut, ist noch ganz fertig. Ich habe gerade im Anfang zu verunstanden, also ja. Hier ist eine umgefallene Tür. Die lauter Risse auf dem Boden, die Treppe ist kaputt. Und hier ruinmäßig alles. Die Kisten kommen natürlich alle weg dann. Klar. Was wir hier im Keller. Und zwar ist im Keller. Uiuiuiui. Mysteriös. Ah, das ist hell. Dieses Haus ein Geheimnis. Oh mein Gott. Okay, und zwar will ich hier drüben einen Wasserkreis hinbauen. Bin ich allerdings noch nicht dazu gekommen. Hier wird ein riesiger Raum entstehen mit sehr viel Netherrack. Da will ich auch ein paar Netherracks dann loswerden. Und ja, gehen wir mal wieder nach oben. So, wo ich das Geisterhaus gebaut habe, da war mal Gewitter. Und wo ich unten, da habe ich unten das ganze Höhlenschutz rausgeholt für den Weg da, für den Gang. Und dann bin ich nach oben gegangen und dann ist genau hier ein Blitz eingeschlagen. Genau im Zentrum des Geisterhauses. Welche Ironie, oder? Okay, das war alles, was ich euch jetzt zeigen wollte. Aber ich hab noch was ich euch zeigen wollte. Das sehen wir gleich wieder. Bis gleich. Seht ihr das da hinten? Ein Turm. Und wir werden dort jetzt hingehen. Den Turm, den habe ich selber hingebaut. Den sieht man von diesem ganzen Bereich hier aus. Da bis meine Bücherei, sieht man den. Finde ich extrem geil von mir gemacht, auch wieder. Ein Tee. Tee steht für Topfpflanze. Ah. So, hier geht's nach oben, glaube ich. Ich habe bis jetzt noch keinen Weg nach oben gebaut. Aber ich glaube schon, dass es, weil ich habe irgendwie, ich bin da schon zigmal hochgelatscht und habe wahrscheinlich einen groben Weg nach oben schon. Das ist hier zum Jumpen, ja, jetzt müsste er sein, genau, oder? Ja, das ist das. Also ich bin da bis jetzt nur in meinen Shows immer hochgegangen. Ja. Also weitergebaut habe ich da nicht viel, aber wird demnächst auch noch weitergebaut. Mal schauen. Ja, und die Dinger kommen hier eigentlich weg, die habe ich nur da produziert, um die ganzen, wie sagt man, ja, um das Haus leicht zu bauen. Weil vorher habe ich das grob aus Cobblestone produziert und dann wollte ich es mit normalen Stones ersetzen, weil es dann viel besser aussieht. So, sieht man von hier wieder oben, wie das ganze, die ganze Landschaft hier zum Beispiel, das Höhlenhaus. Hier führt ein Gleis weg. Hier ist unser, kann man jetzt nicht sehen, aber oben im linken Bildschirm müsstet ihr das Lagerhaus erkennen können.
anderfalls erkennt man das nicht so. Ja, und man sieht hier jede Menge. Dann gehen wir jetzt mal in meine, was habe ich immer zu sagen, in meine Monsterfalle. Bis gleich. So, die Monsterfalle muss warten. Ich habe euch noch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen, und zwar jetzt hier ein kleines Musikzimmer. So sieht von außen aus, von der linken Seite aus her. Ein riesiges Gebäude. So, hier ist die Brücke, die werden wir auch gleich überqueren. Und zwar habe ich hier einen Alchemisten, habe ich euch ganz vergessen, euch noch zu zeigen. Da habe ich auch versucht, ein paar neue Sachen von 1.8 bzw. 9 reinzubringen. Gut, hier sind meine ganzen Mixturen. Hier ist ein Kessel, ein Brau-Dings da. Und tada, ein Verzauberung. Eine Bücherei. Kann ich meine ganzen Sachen verzaubern. Finde ich schön von mir gemacht. Dann gehen wir wieder nach oben. Und über die Brücke. Ja, die Brücke, die ist noch ganz fertig. Da kommen noch ein paar Cobblestones hin, oder? Ich habe mir schon überlegt, jetzt, ob ich noch ein paar wieder Eisenzäune reinbaue. Muss ich mir noch überlegen. Und hier von hinten, da fehlen noch die ganzen Stützbalken, damit die Brücke auch gehalten wird. So wie hier. Hier sind sie vorhanden, aber es ist nicht da, wo wir gehalten haben. Und hier ist mein Bahnhof. Linie 2 führt zu den Docks, also zum Leuchtturm, den werden wir auch ganz am Schluss wieder fahren. Linie 1 führt zur Bücherei, ist allerdings noch im Bau. Und sie führt zur Monsterfalle. Also nicht sie, sondern hier. Gut, dann fahren wir jetzt mal zur Monsterfalle. Die Brücke hab ich auch selber hingebaut. Hier ist die Pyramide. Und die Brücke hier auch. Hier führt es nirgendwo hin, also dann habe ich nur grob enger. Hat sich wieder gefangen. Also der führt nirgendwo hin. Zu einem leeren Ort, war früher eine Höhle. Habe ich dann zum Abbauen verwendet und eine kleine Basis gebaut, und dann wollte ich gleich ein Gleis dorthin bauen, so ist es richtig. Bin aber noch nicht dazu gekommen, das noch zu machen. Die Höhle habe ich dann wieder abgerissen, scheiße, ist mir zu früh abgesprungen. Ey, das Wasser wusste ich gar nicht. Ja, kann man auch latschen, ein bisschen Pigleiter. Und zwar ist hier meine erste Monsterfalle mit meinem zweiten Dungeon, den ich je gefunden habe. Der ist hier. Auch ein Zombie-Dungeon. Notausstieg, hier geht's raus. Habe ich auch ein paar Glowstones reingebaut. Hier führt's direkt. Na, jetzt. Hier führt's nach draußen. Ihr seht's das momentan nicht, weil es gerade dunkel ist. Aber hier führt's raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. So. Also hier spawnen die Monster und ist wieder, also das Ganze ist wieder eine Erstickungsfalle, hier geht's auch raus. So, hier kann man Tee trinken, während die Monster am Sterben sind. Ebenso hier. Und hier kann man dann die Drops einsammeln. Ich hab's getestet, funktioniert die Falle. Aber nur bei Zombies geht's. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu meiner ersten Monsterfalle. Die ist für alle Monster gedacht. So, das ist ein langes Zugfahren. Ja. Gut, was will ich euch dann noch zeigen? Mein 1.8 Welt und meine Gleise. Mein Schienennetz, sag mal so. Und dann war das es eigentlich auch. Ich dachte, dass ich eine Dreiviertelstunde aufnehmen werde. Ich hätte es für eine halbe Stunde gedacht, aber naja, gut. Ja, das kann jetzt ein kleines bisschen dauern, aber wir haben es ja gleich. Ich sehe es sogar schon. Ja, ich sehe schon. Ihr, der seht es wahrscheinlich auch. Da enden meine Gleise, warum das denn? Ich glaube, weil einmal da eine Überschwemmung war. Dann hast du meine ganzen Gleise mitgenommen. Sowas. Lagerhaus bei der Falle.
Gut, hier ist ein kleines Lagerhaus. Ja. Ja, ganz grob gelagert, wegen dem Bau noch ein paar Sachen. So, Sammelstelle werden die ganzen Drops gesammelt und hier führt es zur Monsterfalle. Hier mal zur Sammelstelle. Hier habe ich auch versucht ein bisschen ab, nicht Abichente, sondern Epicness reinzubringen. Ist Epicness ein Wort? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kommen hier die ganzen Monster Drops rein, dass die Monster droppen, diese Kisten. So, hier ist wieder der ein Zombie-Spawner. Hier führt es zu einem, ja, zu einem Beobachtungsraum. Hier ist eine Höhle. Und hier führt es nach oben zu dem Spawning Grounds, also da, wo die Monster spawnen. Ist nicht besonders groß. Es gibt größere. Aber ich finde, das soll es fürs Erste reichen. Ja. Ist aber noch nicht so besonders effektiv. Okay. Und hier führt es wieder nach draußen. Gut, hier führt es auch nach draußen, ist auch wieder ein Notausstieg. Und jetzt zeige ich euch mal mein Liniennetz. Ne, zeige ich euch gern. Erst zeige ich euch 1.8, jetzt wird gleich. So, hier sind wir bei meiner 1.8 Welt. Nein, ein bisschen leiser. Gut, hier habe ich einen Weg nach oben gebaut, also eine Treppe. Mond! Ah, hier hat ein kleines Bowling gemacht, das unsymmetrisch ist. Gronkh wird mich jetzt verprügeln, wenn er das sieht. So, und hier ist eine kleine 1.8 Siedlung. Hier sind wir jetzt in einer Welt, die von 1.8 generiert wurde, deswegen heißt sie ja auch 1.8 Welt. So, und zwar ist hier die Aussicht hier von all meinen Gebäuden am epischsten. Als kleiner Abschluss für dieses Weltstau. So, hier kann man nach unten gehen. Hier habe ich eine kleine Farm gemacht. Hingebaut und ein Sprungbrett! Klatsch. Direkt auf den Oktopus drauf, der wird eine Beule kriegen. Ja, und ihr seht, oh, vieles unterirdischen Bahngleis. Denn jetzt zeige ich euch meine ganzen, mein ganzes, ja, Liniennetz. Habt ihr sicherlich bei euch auch eine Straßenbahn, so ungefähr habe ich es aufgebaut bei mir. Also bei euch in der Stadt, meine ich. Falls ihr in der Großstadt lebt. Okay, dann verwenden wir sie gleich mal. Also diese Bahngleis ist echt lang. Und führt unter Wasser. Ist allerdings auch nicht ganz fertig. Es kommen immer noch ein paar Feinarbeiten dazu. So, und das führt jetzt zu unserem Bahnhof. Das Gleis. Und dann direkt zu unserem Lagerhaus. Also das führt uns direkt zu unserem Lagerhaus. Und später dann auch zur Bücherei. Die dann verbunden ist mit den Dogs und dann mit dem Bahnhof wieder und dann mit der Monsterfalle. Das wird eine riesen Linie. Und ihr merkt, wir sind jetzt in einem Wald drin. Der wurde auch von 1.8 generiert. Muss ja allerdings noch die umgebenden Bäume in der Umgebung fällen, weil die ein bisschen negativ auf das Gleis wirken. Also die Bäume, die ganz nah am Gleis sind, die kommen alle weg. So, jetzt sind wir schon in der 1.7.3 Welt, glaube ich. Ja, erst wenn wir über die Brücke sind, dann sind wir in der 1.7.3 Welt. So, und jetzt sind wir in der 1.7.3 Welt. Hier drüben ist 1.8. Das ist quasi das Tor.
die Brücke. Der Baum kann natürlich weg. Ja. Hier ist noch eine zweite Brücke, die ist größer. Hier sehen wir schon unsere Achterbahn, die zu unserer Monsterfalle führt. Ja, es leckt ein bisschen. Irgendwie immer an der Stelle, keine Ahnung warum. Ich hoffe, der Sound passt noch zum Video. Weil ich habe jetzt das Gefühl, dass der Sound nicht da ganz passt, aber mal schauen. Gut, hier ist unsere Kaktusfarm. Und unsere Küche. Da sind schon ein paar neue Kürbisse gewachsen. Und hier ist unser Lagerhaus. Und hier ist das Ende. Und zack. So, jetzt zeige ich euch meine zweite Linie. Die führt von der Monsterfalle bis zu meiner Bücherei. Aber jetzt müssen wir zum Bahnhof wieder hin. So, und jetzt sind wir hier schon da. Zack. So, zeige ich euch jetzt mal das Ende von der Monsterfalle. Das haben wir schon gesehen, aber ich mache es zur Vollständigkeit, zeige ich euch es nochmal. Wir haben ja Zeit. So, hier ist die Pyramide. Und ich will es doch unten. Falls es gehört hat, hier waren Notenblöcke. So, hier ist die Monsterfalle. Die zweite. So, und ich flack mir jetzt auf mein Bett. Ich kann ja mein Headset ist ja kabellos. Kann ich mir auf mein Bett flacken und ein bisschen kommentieren von der Entfernung. Ja. Ich glaube, wir sind gleich da, oder? Ja, wir sind hier. Gut. Ich komme mal schnell wieder am PC ran. Okay, hier bin ich wieder. Ja, das ist das Ende von der. Und jetzt fahren wir genau wieder andersrum. Wie gesagt, wir fahren andersrum. So, und ich schlag mich wieder auf mein Bett. Ich glaube, ich bin der erste Let's Player, ein Let's Show im Liegen kommentiert. So, naja, erst wenn es wieder nach oben geht, dann komme ich wieder am PC ran. So, sag mir, wenn wir mal an meiner Monsterfalle vorbeifahren, weil ich muss dann ein bisschen die Umgebung noch zeigen und so. Wie ist die Monsterfalle? Okay, ich komme wieder her. Und da bin ich wieder. So. So, jetzt haben wir die Notenblöcke wieder. Die führen nach oben. Okay. Wir haben fast 50 Minuten. Mein längstes Let's Show ever.
Ich habe auch eine Zusammenfassung. Nein, keine Tetris-Musik, ich will keine Tetris-Musik haben. Auf welchen Reflex? Ich mach den weg, ich mag keine Tetris-Musik. Nicht in meinem Let's Show. So, da höre ich lieber Morrowind. Gut, hier führt es jetzt zu meiner Zuckerfarm. Die ist hier drüben, wie ihr sie sehen könnt. Hier ist das Lagerhaus. Ja, und es führt dann zu Haus des Sonnenuntergangs, dann zum Dorf und Haus des Sonnenaufgangs, Monsterfalle und dann zur Bücherei und dann ist das Let's Show vorbei. So, das muss ich auch ein bisschen anders bauen, weil ich mag das irgendwie nicht, wenn es hier unter die Erde jetzt geht und dann so links und rechts geht, rechts und links geht. Lager. Ich muss die Blöcke, die fliegenden Blöcke unbedingt loswerden. Die sehen so blöd aus. So, und jetzt ab zu den Dogs. Gleich fliegen wir kurz. Yay! Und nochmal, yay! Jetzt legt sich das Ganze wieder ein bisschen langsam. Jetzt geht's wieder schnell weiter, wie eine Achterbahn. Hier ist der Leuchtturm. Hier will ich auch wieder so einen Bahnhof hinbauen, der ist hier ganz und grob platziert, deswegen so eine lange Strecke gerade. Ja, jetzt sind wir beim Haus des Sonnenaufgangs gleich. So, jetzt sind wir wieder unter der Wüste, waren wir hier vorhin schon. Die führt jetzt zum Zombiehaus. So, da ist das Zombiehaus und jetzt führt dieser Weg zur Bücherei. Gut, ja. Hier sind wir. Und dann sage ich bis zum nächsten Jahr und guten Rutsch und ja. Bis zum nächsten Mal, Show. Servus.